Namaste, liebe Freunde. Herzlich willkommen. Live-Chat mit Helmut hier bei der lieben Vani, Vanessa, Deva Vanessa van Echten hier in Esslingen. Und wir haben leider kein Stativ, uns lange beide zeigen zu können, weil ich strecke hier meinen Arm schon ins Unendliche aus. Und ja, möchte nochmal mich bedanken bei Vanessa für diese Möglichkeit, hier auch in Esslingen zu sein, bei ihr, in diesem wunderbaren Satsang-Raum mit ihr, wenn ihr mal hier seid, in diesem wunderschönen Raum. Vielleicht dann auch noch über Pfingsten, morgens oder Sonntag oder Montag oder wann auch immer mal hier bei der Vanessa. Seid ihr immer herzlich eingeladen und sehr berührend mit ihr die Begegnungen. Sie strahlt eine unfassbare Liebe aus und ja, sich davon berühren zu lassen, ist einfach ein Geschenk. Danke, liebe Vani. Hallo. Na, jetzt fehlen mir die Worte, er hat eigentlich alles schon gesagt. Dankeschön. Ich danke. So. Tina, Kerstin, Nathalie, Brigitte, Mike, Margit. Margit schreibt, freue mich riesig, euch zu sehen. Und zwischendurch blende ich immer mal wieder auch die Deva Vanessa ein. Ja. Taigeo, herzlich willkommen. René, Karl schreibt, oha. Diana, herzlich willkommen. Bettina, Karl schreibt, guten Abend, alle leben hier. Bea schreibt, einen schönen guten Abend an die Seinsgruppe. Dankeschön. Die Lautstärke ist okay, liebe Freunde. Immer mal wieder so eine Rückmeldung. Denke ja. Silvana, Adriana, Nathalie schreibt, guten Abend, ihr Lieben. Karl schreibt, Vanessa und Helmut. Kerstin, Tina schreibt, guten Abend, ihr Lieben, schön bei euch zu sein. Jens, Margit schreibt, Vanessa ist ja eine ganz Liebe. Ja, das ist wahr. Manchmal ist sie etwas sehr schüchtern. Elisabeth, aber das zeichnet ja die Liebe auch aus. In gewisser Weise eine Schüchternheit. Christine Joy schreibt, guten Abend an alle Lieben hier. Danke, liebe Christine. Silvana schreibt, herzlichstes Hallo, ihr zwei Liebsten. So schön, euch beide zu sehen und mit euch jetzt hier zu sein in Liebe. Kannst du auch hier bleiben? Ja, ja klar, ist doch. Da muss ich nicht immer so schwenken. Ist gut. Okay. Kerstin schreibt, hallo liebe Vanessa und liebe Helmut, hallo ihr Lieben alle. Silvia, herzlich willkommen. Silvia schreibt, Namaste liebe Deva Vanessa und liebe Helmut, schön euch so vereint und lächelnd zu sehen. Michelle, Brigitte schreibt, guten Abend, so eine Freude. Silvia, Christa Isabella, herzlich willkommen. Suva schreibt, guten Abend. Elisabeth schreibt, hallo Vanessa, hallo Helmut, hallo ihr Lieben. Marvi, Bettina schreibt, Vanessa, ein Engel. Silvia schreibt, hallo ihr Lieben.
Michelle schreibt, guten Abend, ihr Lieben. So schön können wir heute wieder zusammen sein. Herzlichen Dank. Brigitte schreibt, wegen der Lautstärke ist okay. Dankeschön für die Rückmeldung, liebe Brigitte. Auch Elisabeth schreibt, die Lautstärke ist okay. Dankeschön. Mara, Bea schreibt auch, cool, ja, Kerstin auch, Lautstärke cool, Dankeschön. Christa Isabella schreibt, guten Abend, ihr Lieben, und Vanessa und Helmut. Die gerade ganz toll berührt ist. Die gerade ganz toll berührt ist. Ja. Bei mir ist das Mikrofon dann näher. Dann das, ist, macht nix. Das macht nichts. Das macht nichts. Lubomira, grüß herzlich euch alle. Ja. Grüß euch alle, Dankeschön. Lubomira, herzlich willkommen. Gian Mario. Silvana schreibt, danke Vanessa. Bijari, bin da. Schön, euch zu sehen. Komala, herzlich willkommen. Komala, du kommst am Montagvormittag, ist schon hier angekommen. Herzlich willkommen. Helga, guten Abend, ihr zwei Lieben. Lubomira schreibt, ihr seid echt zwei Engel, eine wunderschöne Energie. Komala schreibt, hallo ihr Lieben. Rosemarie, herzlich willkommen. Suva, herzlich willkommen. Ja, liebe Freunde, Fragen und Mitteilungen sind jederzeit willkommen. Alles darf sein, nichts muss sein. Es gibt nichts zu erreichen, es gibt keinen Weg, weil wir sind schon das Ziel und das Erreichte. In dem alles auftaucht, was auftauchen mag. Katharina, herzlich willkommen. Angelika, herzlich willkommen. Elisabeth, herzlich willkommen. Christine, herzlich willkommen. Vielleicht kommst du noch ein bisschen näher mal, wenn es mir nicht zu warm wird. So. Zwei Backofenöfen. Ja, das ist so schade, dass wir nicht so ein Stativ haben für uns beide. Ja, ich hab's probiert, es geht nicht. Ja. Du kommst und hab's nicht in die Gegend. Ja, so krieg ich uns nur so halb rein. Ist okay. Ja, ist okay, so wie es ist. Ja. Klaus schreibt, guten Abend. Guten Abend, lieber Klaus. Wir sehen uns ja dann am Sonntag, lieber Klaus. Wir freuen uns. Unbekannterweise. Noch. Suva schreibt, Namaste, liebe Helmut und liebe Vanessa und all ihr Leben in der Runde des Liebestraums. Traums. Ja, Traum geschehen, jeden Augenblick neu, unbekannt. Worüber wir keine Kontrolle haben, was der nächste Augenblick mit sich bringt. Absolut. Alles darf sein, was erscheint, erscheint.
auch wie Fragen oder Mitteilungen von euch, liebe Freunde. Christine, herzlich willkommen. Natalie schreibt, ihr seht schön aus, die Liebe ist sichtbar und spürbar. Ja, liebe Natalie, die Liebe, die wir alle sind, ist sichtbar, genau. Dadurch, dass wir die Liebe empfänglich sind und offen sind für das. Und dann strahlt die Liebe durch uns aus, durch alle hier in dieser Sangha. Und auch für mich ist es die größte Freude, und der Highlight des Tages mit euch allen zusammen hier in diesem Energiefeld der Liebe zu sein. Denn es ist nicht selbstverständlich und es ist wirklich ein Wunder, dass das möglich ist. Das Göttliche in seiner Anwesenheit, in seiner Unfassbarkeit, seiner Weite und Nichtbeschreibbarkeit. Ihr dürft dahin schmelzen, ich nehme mich auch. War das laut genug? Gian Mayo schreibt, Namaste, welch schöne Überraschung, heute den Live-Chat mit euch beiden erleben zu können. Wunderbar. Christine, herzlich willkommen. Mike schreibt, sind wir die Träume oder sind wir das Geträumte? Beides. Nimm du es mal, das hält es mal so. Mhm. Ja. Oh, ist das warm. Mhm. Ja, sehr warm. Mhm. Ah, da kann ich meine Hand mal so ein bisschen... Hier will sich ausruhen. Ja, so, muss es nur ruhig halten. Ja. So, mhm. Ja. Und, das erste Mal, dass ich sowas halte. Mhm. Vielleicht nehme ich das Mikrofon mal ab, dann kannst du was sagen, wenn du möchtest. Oh Mann, mir fällt gerade gar nichts ein. Ja, wie schon Vani gesagt hat, dass der Träumer und das Geträumte sind eins. Wir sind alles gleichzeitig. Okay. Wir sind auch das Göttliche, was diesen Traum erlebt. Ja, und das ist aber nicht in den Worten. Da weise ich immer darauf hin, glaub mir kein Wort oder uns kein Wort, denn das erscheint ja auch nur in diesem Lebenstraum. Es sind immer nur Hinweise. Er ist erlebbar. Da schreibt Michaela, so, mal schauen. Ja. Ja, Vanessa, wir hören dich auch gut. Oh, das ist cool. Wow, habe ich jetzt Jetzt habe ich das Mikrofon noch abgenommen. Ja. Und wir werden das immer mal so wechseln. Der eine hält dann den Bildschirm und der andere das Mikrofon. Mhm. Evelina schreibt, nein, Evelina, herzlich willkommen. Damit ich das auch sehe, wenig wer da ist. Lubomira schreibt, die Stille kann oft so laut sein. Ja. Petra, herzlich willkommen. Jetzt nimm du mal das Mikrofon, so hier an der Seite, ja, so vorsichtig. Und ich nehme das hier vorsichtig. Ja. Das muss man ganz vorsichtig mal machen. Ja. Zuerst mal so. Ne, also, das kannst du so zwischen uns so halten, das Mikrofon. Es ist alles improvisiert heute, liebe Freunde. Ich habe ihn damit überrascht. Ja, die Vani hat mich überrascht damit. Wunderbar, ne? Ich bin einfach hier angekommen, habe gesagt, komm, wir probieren mal. Ja. Ganz frech. Anja. Evelina schreibt, ich grüße euch. Kerstin, herzlich willkommen. Mhm. Ja, ist schade, dass wir nicht so beide so, dass das so abgeschnitten ist. Mhm. Dass immer nur so einer erscheinen kann. Er sagt immer, schade, dass es nicht so ist. Dabei ist es, wie es ist. Ja, so ist es. Lubomira schreibt herrlich. Kerstin schickt ein Smiley und ein Herzchen. Mhm.
Wenn ihr eine bestimmte Frage auch habt an Vanessa, könnt ihr die auch gerne stellen. Ihr könnt dann schreiben, an wem ihr diese Frage habt, für wen sie ist. Sandra Lutz, herzlich willkommen. Sylvia schreibt, ihr seid so spitze. Komala schreibt, ihr seid ja an einem schönen Strand. Ja. Menschen leer, auch da hinten ist jemand, das sind ein paar. Doch, zwei. Aber sonst ist es. Da schreibt Lobomira, wir sind sowieso alle eins. Katharina schreibt, die Überraschung ist wunderschön. Sandra schreibt, geliebter Helmut. Mara schreibt, vielleicht funktioniert es besser, wenn du das Handy quer hältst. Dann mag man euch beide sehen. Wir schauen mal, ob es funktioniert. Oh ja. Du kannst es nicht rein. Oder? Doch, so. So geht's, ne? Konnte er unten mich. Ja, aber wie soll er das lesen, die Texte? Ha! Können wir dann, das ist schwer zu lesen. Die Texte sind dann nicht mehr zu lesen. Querfeld ein. Ja. Das geht wegen den Texten nicht. Die Texte gehen nicht quer mit. Kriegt der Genickstarre. Genau. Ja, das schauen wir nochmal. Ist auch gut so. Bijare schreibt, ich finde, zwei halbe von euch geben euch wieder ein Ganzes. Zwei halbe. Und sie lacht. So schön, euch zu sehen und zu hören. Ich möchte auch an einem Morgen kommen, wenn es irgend geht. Klar. An, muss nur sagen, wann. Suva schreibt, zwei halbe sind auch ein Ganzes, ja. Christine Joy schreibt, ihr zwei, so viel Liebe, bin berührt. Carsten, herzlich willkommen. Lobomir schreibt, perfekto. Silvana schreibt, ihr zwei Liebsten, so schön euch beide hier vereint zu erleben und zu spüren zu dürfen. Ihr beide seid für mich. Ich kann es nicht. Ein Geschenk des Himmels auf meinem Weg, der sehr, sehr oft voller Widrigkeiten, Schmerzen und Verlust ist. Deine Texte, liebe Vanessa, und deine Live-Chats, liebe Helmut, haben mich schon so oft wieder aus der Tiefe, aus der Dunkelheit, aus der tiefsten Hilfs- und Hoffnungslosigkeit ins Jetzt, in die Liebe zurückgeholt. Genau. Weiter schreibst du, Silvana, vom ganzen, tiefsten, innigsten Herzen danke, 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 dass es euch gibt in meinem Leben hier. Tief berührt, liebe Adriana, Silvana. Danke. Deine Liebe, so spürbar hier. Marie-Anine, herzlich willkommen. Marie-Anine war auch im Schwarzwald zuletzt. Eine sehr schöne Begegnung mit ihr. Nicole, Priska. Nathalie schreibt, welche Texte schreibt Vanessa? Ja, da schon. Ich gar keine. Ich kann das nicht. Das schau mal auf ihrer Seite, in ihrer Chronik. Da ist das dann zu sehen. Nur so vorsichtig. Ja. So. Boah, ist das warm. Hier wird schon richtig warm. Fang schon an zu schwitzen. Du musst es so halten, so ein bisschen, dass du. Kannst es mit der anderen Hand so? So für dich, so. Dass du dich selbst siehst auch. Liebe Vanessa, so. Ja, so. Und dann kannst du so ein bisschen weiter und kannst damit so ein bisschen spielen auch. Also mich brauchst du jetzt nicht zu sehen, ich werde dir viel zu oft gezeigt. Und dann mal schauen, wieder ein bisschen rüber, weil ich sehe, was geschrieben wurde. Oder du kannst es auch vorlesen. Nein, ich kann es eben nicht lesen. Du kannst es nicht, ja. Mhm. Aktuell seid ihr beide auf dem Bild. Mhm. Danke. Aber jetzt nicht, oder? Doch, sind wir beide auf dem, nein, jetzt nicht. Nicht, ne? Jetzt ist da nur die Vanessa zu sehen. Ja. Gut. Ja, wenn du was sagen möchtest, Dani,
Vanessa. Das ist Maria Nine schreibt, darf ich mal sehen? Ja. Oh, wie schön, dass es einen Live-Chat gibt. Freue mich. Ja, es ist eine Überraschung gewesen. War nicht so geplant. Nee, ist mein allererster. Wirklich. Mhm. Noch nie. Buja schreibt, schöne Haare, Vanessa. Danke. Nee, so, nein, ganz entspannt. So. Mhm. Margit schreibt, wunderschöne Frau und so schönes Haar und so schöne Haare. Ich liebe sie auch. Und obwohl ich euch nicht sehe, ich liebe euch auch. Ist hochinteressant, dass so eine Energie so stark sein kann. Wunderbar. Vanessa schreibt, Tina schreibt, Vanessa macht auch immer schöne Selfies, da strahlt sie wie ein Engel. Ramona schreibt, wundervoll, ihr zwei. Danke. Obwohl es uns gar nicht gibt. Alles nur Erscheinungen. Aber schöne Erscheinungen, gell? So wie ihr auch. Ich nehme mal wieder das Mikrofon. Ja. Margit schreibt wundervolle Erscheinungen, ihr beiden. Ilka, herzlich willkommen. Elisabeth schreibt, das größte und schönste Geschenk, das man auf seinem Weg, obwohl es gar keinen gibt, bekommen kann, ist Liebe zu schenken und zu empfangen. Mhm. Ja. Der Weg, den wir selber sind. Ramona schreibt, so soll es sein. Das ein bisschen höher halten, so. Ja. Wenn es nicht so viel anstrengend ist. Okay. Nee, das ist okay. Muss nur sagen. Mhm. Und wenn du Spruch brauchst, kannst du, hältst du es dann einfach an dir dann ran, so einfach so. Ist ja fast näher bei so mir als so. Bei dir gerade hier, also ich. Ja, ne, ich meine nur, wenn du sprichst, dann hältst du es dann zu dir. Mhm. Wenn irgendwas gesprochen werden soll, weil es erscheint ja einfach nur aus dem Unmittelbaren heraus. Vor allen Dingen ist es so schön, wenn gar keine Worte hochkommen. Ich muss immer schmunzeln dann, wenn nichts, wirklich nichts hoch aufsteigt, kein Wort. Und ich euch einfach nur sozusagen wahrnehme, nichts weiter. Das ist wunderschön. Ja, die reine Wahrnehmung, frei von Vergangenheit. Ja. Oder einer vorgestellten Zukunft. Genau. Zeitloses Hiersein.
Dankeschön. Carsten, herzlich willkommen. Carsten schreibt, ihr Lieben, wünsche einen friedvollen und schönen Abend. Uschi, herzlich willkommen. Gian Mario schreibt, wieso braucht ihr keine Brillen? Bin neidisch. Hä? Sam, herzlich willkommen. Naja. Das sind Vorstellungen, weißt du? Brillen brauchen. Absolut Vorstellungen. Wenn du eine brauchst, ist das total okay. Ja, auch. Katrin, Erika, herzlich willkommen. So wunderbar, diese Sangha in diesem Feld der Liebe, die nichts braucht, um einfach hier zu sein. Ja. Hilmai, herzlich willkommen. Ja, liebe Freunde, vielleicht taucht bei dem einen oder anderen eine Frage auch auf, speziell für Vanessa. Dann bin ich etwas entlastet. Oh. Hanna, herzlich willkommen. Vielleicht gibt es bei dem einen oder anderen Fragen zum Erwachen oder zu den Zuständen, die gerade euch bewegen. Obwohl sie kommen und gehen. Alles darf hier sein. Ist eingeladen, sich in diesem Raum der Liebe authentisch zu zeigen. Hier gibt es kein richtig oder falsch. In diesem Okay-Sein mit dem, so wie es ist. Ja, da schreibt Bea ein bisschen leise. Ja, das liegt daran, wenn das Mikrofon... Normalerweise ist das ja immer auf dieser Höhe. Wenn ich das, muss ich jetzt nicht festmachen, Ani, sondern einfach nur, wenn es dir nichts ausmacht, dann so zu halten. Und wenn du sprichst, dann auch so mehr zu dir dann auch hinzuhalten. Wir sind ja am Improvisieren Anfänger, hier. Anfänger. Vanessa ist ein Anfänger. Im Anfängergeist. Genau. Improvisieren hier einfach. Ich finde es wunderschön. Hanna schreibt, guten Abend, ihr Lieben. Ja, guck mal, so ein Kreuz. Christine Joy schreibt, mein Herz lacht hier bei euch. Wundervoll. Ich möchte auch so werden. Ach, aua. Halt's mal zu dir, wenn du sprichst. Ja, also es ist richtig möglich. Aua. Gottes Willen. Mann, du bist einzigartig. Wunderschön. Nicht, dass du bleiben sollst, wie du bist. Ja, also das ist Quatsch. Aber das wechselt doch ständig. Und es ist immer gegenwärtig. Du darfst es selbst entdecken.
Da ist die Freude, wirklich in der Gegenwärtigkeit, nicht irgendwann. Das Leben ist immer hier. Und der Kopf ist es nur, der es einfach nur anders gelernt hat. Ja, Satsang ist auch so etwas, jedenfalls für mich, wie was Verlernen. Zu dir halten, wenn ich. Ja, also ein Verlernen im Grunde genommen. Von alledem weißt du, was eigentlich überhaupt nicht stimmt. Was alles Lügen sind. Da sagt er am Anfang ja schon, es geht hier um die Wahrheit. Obwohl sie sich mit keinem Wort wirklich ausdrücken lässt. Und dennoch heißt es hier, jetzt. Ja, und herzlich willkommen. Michelle schreibt, ich habe Vanessa auch gut verstanden, als das Mikro bei dir angemacht war, Helmut. Aha. Also doch, scheint ja dann ganz gut zu funktionieren, auch mit Entfernung. Ja. Suva schreibt, ich fühle mich aktuell besonders klar in meinen Impulsen, dadurch geschieht Erleichterung. Na klar. Maria Elisabeth, herzlich willkommen. Ramona schreibt, wenn das nicht passt, fress ich einen Besen. Guten Appetit. Kian schreibt, Christine Joy geht mir auch so. Nimmst du nochmal das? Ja, kannst du nachher machen. Wenn er sagt, dass es gut ist, ist schön. So, ja. Ja, dann machst du mal BMW wieder so fest, genau. Wenn es doch geht. Ja. Dann sind wir vom Mikrofon etwas entlastet. Jetzt könnte es etwas, wie auch immer, das muss anders gehen. So. Bin mal gespannt. Also ihr könnt die Vanessa auch gut hören jetzt. Sprech mal was, Vanessa. Also muss ich ja. Braucht nur ja zu sagen. Es ist schon genug. Jetzt muss ich mal schauen, was geschrieben wird. Ja. Gian schreibt Antwort an Christine. Christine Joy geht mir auch so. Ja, es geht vielen so, ne? Deswegen ist das Herz ja auch immer in der Sehnsucht, sich immer wieder in Satsangs zu begegnen, in der Wahrheit, in der, wo nichts gebraucht wird. Jenny, herzlich willkommen. Christine Joy schreibt als Antwort von eben, danke, Deva Vanessa, von Herzen, ich bin tief berührt. Ramona schreibt, alles okay. Michelle schreibt, ja. Michaela, herzlich willkommen. Jens schreibt, ja. Hanna schreibt, ja, man hört euch gut. Natalie schreibt auch, Vanessa ist hörbar. Wunderbar. Da sind wir beide erleichtert hier. Ja, eben. Silvana schreibt, das Bild ist zauberhaft, liebste Vanessa. Es hat so schöne Energie, selbst hier durch das Handy. Ja, das ist für mich ein Wunder. Sandra, herzlich willkommen. Karl schreibt, freue mich, Vanessa, zu sehen, immer nur dein Angesicht. Das macht mich gerade verlegen. Wen? Ha? Genau. Sandra schreibt Hallo. Hallo. Manuela, herzlich willkommen. Ramona schreibt, nicht verlegen sein.
das ist doch, das ist doch auch schön, auch das zu spüren, wenn der Verlegenheit da ist. Himmel, es ist doch alles hier erlaubt. Mhm. Ja, und eben, wo ich sage Himmel, da merke ich richtig, ja, es ist himmlisch. Es ist himmlisch, hier zu sein. Margitta, herzlich willkommen. Ich kann schon sagen. Ramona schreibt, ja, es ist, wie es ist. Und es ist schön, wie es ist. Genau. Machst du einfach mal so ein bisschen so, dann kannst du dich selbst auch besser sehen. Anne. Mhm. Na, wenn du es so ein bisschen gibst. Ja, das ist spielen, so ein bisschen so bewegen, mal so schauen, wie es sich das. Obwohl wir beide kriegen bald Krämpfe in den Händen. Nö, also es geht noch. Geht noch, das ne? Sag ich schon, ja. Manchmal bin ich eine ganz schnelle. Jeanette, herzlich willkommen. Das ist auch so, wie es ist. Jeanette? Ja. Elisabeth schreibt, der Live-Chat ist auch mein Highlight des Tages, denn da schlägt mein Herz nicht nur aus Gewohnheit, sondern aus Freude. Jeanette schreibt, hi, grüß euch. Sander schreibt, es gibt nichts zu tun und doch geschieht immer etwas Erstaunliches. Ja, so ist das Leben. Es ist ein Staunen über das, was geschieht, wenn wir ganz empfänglich und offen sind für das Neue, Unbekannte, angstfrei. Ja, es ist nicht immer angenehm, aber es ist einfach das, was ist. Ich meine angstfrei. Man kann es nicht machen, angstfrei. Ja, auch Angst, wenn die gesehen werden darf, dass sie da ist. Ohne Geschichte, das ist fantastisch. Das ist Gnade. Das ist wirklich Gnade. Ulrika, herzlich willkommen. Susanne, herzlich willkommen. Ulrika schreibt, hallo ihr alle. Margitta schreibt, war gerade verschwunden. Freue mich, euch beiden zu sehen. Ein Staunen, das, was geschieht. Euch zu sehen, ist einfach passiert. Das ist passiert, ja. Wolfgang, herzlich willkommen. Natalie schreibt, ich hatte den Nachmittag mit einer wunderbaren Freundin verbracht. Wir waren beide sehr gegenwärtig. Die Zeit verging wie im Fluge. Ich war und bin noch immer sehr glücklich. Brigitta, herzlich willkommen. Margitta schreibt, Vanessa, ich kann dich nicht so gut verstehen. Sandra schreibt, das Leben ist gnadenlos und darin liegt die größte Gnade.
Oh, das kannst du wohl wirklich sagen. Ja, das Leben ist wirklich gnadenlos. Das ist die größte Gnade. Unfassbar. Vor allen Dingen kommt das aus heiterem Himmel. Ja, es meldet sich vorher nicht an. Es fragt nichts. Ich bin nicht willkommen oder bin ich nicht willkommen. Es ist einfach plötzlich da. So ist das Leben. Urs, herzlich willkommen. Tina schreibt, Natalie, ich auch. Weiß zwar nicht mehr, worum es ging, Ja, aber ich auch nicht. es ist immer in Verspätung, die Kommentare Ja. zu einem etwas vorher Bekannten. Die Freude, selbst zu sein. Das Leben selbst zu sein, das Unfassbare, Unvorhersehbare selbst zu sein, die Wahrheit selbst zu sein, die sich immer wieder in der Gegenwärtigkeit offenbart, liebe Freunde. Ramona schreibt, da hast du vollkommen recht, Vanessa. Ich weiß zwar nicht mehr wohin. Was, bei mir fällt das auch immer wieder weg. Da wird was gesagt, und dann ist wieder leer. Das ist wunderschön. Ulrika schreibt, wie geht es euch beiden in Esslingen? Ja, es ist wunderschön mit der Vani. Zwei Verrückte zusammen. Niemand da und noch so viel Verrücktheiten, die geschehen. Manchmal ist es nicht auszuhalten. Genau. Und das dennoch, damit einfach zu sein, ist immer, wie das Leben so ist, herausfordernd. Aber es ist dennoch ein Geschenk und die Liebe ist einfach so kraftvoll, die das einfach diesen Raum gibt, um dass das möglich ist. Auch wenn es, wie gesagt, manchmal für den Verstandesgeist sprengt, und der ganz austickert. Aber so ist Was das nun mal. auch sein darf. Wenn Helmut mit seiner ganzen Neurose sich auch präsentieren darf. Super. Ramona schreibt, unvorhersehbar trifft momentan vollkommen zu. Schön, wenn du das so auch erleben kannst, liebe Ramona. Pia, Silvia, herzlich willkommen in dieser Einmaligkeit des Augenblicks. Suva schreibt in der Weite des Strandes, ja. Das ist er, ja. Dieser Horizont und dieser Strand. Ein Gemälde von Vanessa. Vanessa hat das hier selbst gemalt. Ich war selbst überrascht von ihrer künstlerischen Fähigkeit. Auch nur eine Gabe. Ja, auch nur eine Gabe. Ich, das ist wunderschön. Das ist Gnade. Sowas ist Gnade. Mia schreibt, nein, Mia, herzlich willkommen. Katharina lacht mit uns um die Wette. Schön. Ramona schreibt, verrückt finde ich da nix. Ich genieße euch im Moment Ha. und freue mich für euch. In Esslingen habt ihr vorhin gefragt. Also, es war schon verrückt. Der Musiker und ich habe fast mitgetanzt und er auch. Also, und ringsrum haben alle geguckt. Ja. Zwei Verrückte fallen schon auf. Aber mir ist das so egal. So egal. Weil in dem Moment, in diesem Moment, wo das geschieht, da ist so eine Freude. Und warum soll ich die zurückhalten? Nur weil wir gelernt haben, sittsam damit umzugehen.
Nee, kein Interesse. Das ist das, wenn du gegenwärtig bist. Wenn ihr alle gegenwärtig sein dürft. Das ist unfassbar einfach. Und das gar nicht verlangen, dass ein anderer irgendwie was versteht. Und sie dürfen auch gucken und sprachlos oder was auch immer. Das ist alles in Ordnung. Total. Ulrika schreibt, Vanessa, das Bild ist wunderschön. Danke. Gian Mayo schreibt, werde auch immer gelassener und entspannter, damit mich an Gesagtes nicht mehr zu erinnern. Das meiste ist eh unwichtig. Da ist es wieder, kannst nicht machen. Aber wenn die Bereitschaft dazu da ist, dann geschieht das irgendwie von alleine. Ja. Und da haben wir es wieder das Wort. Das ist ein Geschenk. Ein Geschenk ist für mich Gnade. Das ist ein Geschenk. Aber manchmal kann es auch sehr peinlich sein. Also es ist mir heute passiert. Mir war es so peinlich. Aber und trotzdem, also das war wirklich interessant. Ich möchte mal davon sprechen. Es war echt interessant zu sehen. Die Vanessa wusste nicht, wie was geht. Ja. Und hat das einfach gefühlsmäßig so, ja, hingeguckt. Ist das möglich? Geht da, geht da, geht's da? Aber denken konnte sie nicht. Das ist so was Verrücktes. Die konnte nicht nachdenken. Die konnte nur gefühlsmäßig nachschauen. Und ein anderer, auch Helmut, das kann man nicht verstehen. Ist unmöglich. Aber selber so sein dürfen und sagen, ja, das ist die Schönheit daran. Das ist die Selbstliebe. Die sagen einfach, ja, manchmal bin ich bekloppt und. Aber das ist noch nicht mal ein Beklopptsein. Das ist einfach. Unfassbar. Ich kann es gar nicht mit Worten mehr ausdrücken weiter. Danke. Ulrike schreibt, also ihr rockt Esslingen. Aber das war wirklich rocken. Stimmt. Doris, herzlich willkommen. Karin, herzlich willkommen. Gloria, herzlich willkommen. Ramona schreibt, nö, nix ist peinlich. Ja, das sind ja einfach auch immer nur Projektionen des Verstandesgeistes, der halt urteilt, bewertet, vergleicht. Wie Wolken am Himmel, im Horizont, die auftauchen. Und wenn wir daran nicht halten, wenn wir uns damit nicht beschäftigen mit den Gedanken, wenn wir davon unbeeindruckt bleiben, dann ist es ganz einfach. Suva hat eine spannende Frage, vielleicht da auch für die Vanessa. Sie schreibt, hattet ihr das Gefühl von davor? Das Gefühl von davor. Also, da müsste ich jetzt nachdenken. Das Gefühl, sagst du, aber Gefühl von davor. Manchmal ist etwas da, was von davor scheinbar ist. Aber ein Gefühl? Das ist eher eine Wahrnehmung, aber kein Gefühl. In dem Sinne. Ich kann da auch nicht so sagen, Nee. kein Gefühl von davor. Ne? Ne? Das ist immer nur die Gegenwärtigkeit. Ja. Und die ist einfach unfassbar, unbeschreiblich und auch frei von, in der alles auftaucht. Natürlich auch Gefühle. Aber die Gefühle tauchen immer in der Gegenwärtigkeit auf. Gisela, herzlich willkommen. Gian Mayo schreibt, danke, Vanessa. Bitte. Ramona schreibt, gute Frage.
Gloria schreibt, sobald die Grenzen offen sind, möchte ich euch besuchen kommen. Ja, herzlich willkommen, liebe Gloria. Entweder hier bei der Vanessa in Esslingen oder beim Helmut, wo er immer gerade ist, vielleicht im Schwarzwald, wo zwischen dem 4. und 13. September das 8. kostenlose Treffen ist. Vielleicht kommt ja auch die Vanessa dazu. Wer weiß. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gib dir nochmal das zum Halten. Siehst du, wenn aber solche Fragen kommen, dann ist das fast wie eine Einladung für mich. So, dass du dich auch siehst. Ja. Für alle, die später dazugekommen sind jetzt, können sich gleich, wenn in 10 Minuten der Live-Chat zu Ende ist, das dann auch nochmal von vorne anschauen. Es wird auf Facebook dann gespeichert. Schon wieder vorbei. Und wer dann noch kommen mag, morgen, ganz spontan, oder am Sonntag und am Montag, dann auch nochmal hier um 18.30 Uhr. Ja. Ne, 18.30 Uhr hier bei der Vanessa zu Hause, hier in Esslingen. Da ist es aber ganz cool, vorher vielleicht dann auch nochmal auf Messenger eine Privatnachricht zu schicken oder anzurufen. Wir haben ja da heute auch nochmal, habe ich da auch nochmal was zu gepostet. Da schreibt Gloria, sobald, achso, das hatten wir ja schon. Eva, herzlich willkommen. Ich krieg's immer wieder hingeschoben. Er möchte heute nicht dabei sein. Scheinbar. Guck mal, wir sagen heute. Und dabei ist es nur im Moment. Das ist mir eben gerade aufgefallen. So eine alte Angewohnheit. Gut, es gibt nur diesen Tag. Richtig. Aber letztendlich gibt es eigentlich nur die Gegenwärtigkeit. Und sonst nichts. Genau so ist es. Ulrika schreibt, würde mich mal interessieren, wie sich das für euch anfühlt, wenn zwei Gleichgesinnte sich treffen. Könnt ihr etwas dazu sagen? Es ist noch verrückter wie sonst. Wenn sich zwei nicht Gleichgesinnte treffen, dann ist nur einer, der in diesem Sinn dieser Freiheit lebt und so. Diese Gleichheit in diesem, es ist manchmal einfach too much. Es ist einfach unfassbar. Ja. Aber eigentlich ist schon so, für mich zumindest, ist so eine Selbstgenügsamkeit auch da, für mich zu sein. Und es ist schön, mit der Vanessa zu sein, mit der Vanni. Aber brauchen tut es eigentlich das nicht. Das ist einfach schon in sich selbst erfüllt. Das Unbeschreibliche, Unfassbare, was hier erlebt wird. Wie ist es für dich, Vanni? Wie ist es für mich? Wenn sich zwei Gleichgesinnte treffen? Ich habe mich am Anfang gekringelt vor Lachen. Ich konnte einfach nur lachen. Ich konnte gar nicht denken. Nur lachen. Lachen, lachen. Ja. Und jetzt kommt aber auch noch die Charakter dazu. Ja, und jeder Charakter ist einzigartig. Es ist nun mal so. Ja. Jetzt muss ich schmunzeln.
Ich bin immer so glücklich, wenn ich praktisch sozusagen Helmuts Charakter so wie im Köpfchen, ja, natürlich, klar, durchschau. Ja, das ist aber eigentlich vom Herzen her. Hier ist so viel Liebe dabei. Ja, dieses Durchschauen ist nicht wie vom Verstand her mit Bewertung, sondern es umfasst gleich, egal was ist. Und dann muss ich schon wieder schmunzeln. Danke für die Nachfrage. Maria, herzlich willkommen. Christine Joy lacht. Alida, herzlich willkommen. Ramona schreibt, das ist wunderbar, genießt diese schöne Zeit. Schönsten ist sie zeitlos. Wenn es vergessen wird, dass das da Zeit ist, und das passiert hier so oft. Aha. Ich finde es wunderschön. Ulrika schreibt, Lachen macht so leicht. Ja, klar. Im Lachen fällt alles Nachdenken weg. Du kannst nicht nachdenken. Und deswegen ist das Lachen einfach eine ausgedrückte Freude, die wir alle sind. Das ist der Witz dabei. Ramona schreibt einfach annehmen. Ja. Ja, also wir sagen immer einfach annehmen. Okay, aber wer? Sei einfach mit dem. Es ist viel näher dem der Gegenwart. Viel näher. Annehmen hört sich immer so an, als wenn jemand da ist, der das annehmen kann. Aber sein braucht niemand. Darfst einfach so sein, ohne jemand zu sein. Mascha, herzlich willkommen. Bea sagt, der Norden sagt gute Nacht und Dankeschön aus Bremen. Oh, ich bin in Bremen geboren. Lieben Gruß nach Bremen. Silvana Adriana schreibt, danke herzlich ihr beiden Liebsten für diesen schönen, innigen, liebevollen Chat. Schlaft fein dann. Dankeschön, liebe Freunde. Ja, es war ein wunderbarer Live-Chat Ja. zusammen hier mit der lieben Vanessa. Und wir wünschen euch auch noch eine erholsame Nachtruhe. Und morgen, wir wissen es ja nicht, weil das morgen ja auch wieder nur eine Vorstellung ist. Und wir können Pläne machen, so wie auch heute, war ja dieser Live-Chat eigentlich überhaupt gar nicht geplant. Aber es ist dann doch so geschehen und wir können erst morgen, also ich kann erst morgen gegen 6 Uhr oder so sagen oder halb 7 erst sagen, ob es um 9 Uhr dann einen Live-Chat geben wird oder nicht. Wir schauen einfach mal. Es ist ja immer nur der Moment und genießt euer Selbst, gelöst von allem zu sein. Die Freiheit des Seins in der Gegenwärtigkeit. Dahinschmelzen. Zum Dahinschmelzen.
Karl schreibt, Dankeschön, ihr beiden. Danke, Vanessa, schreibt Elisabeth. Danke, Helmut. Danke, ihr Lieben. Wünsche eine gute Nacht. Ramona schreibt Engel. Michael schreibt, gute gesegnete Nacht euch allen. Und Nathalie, danke, gute Nacht. Alles, alles Liebe, liebe Freunde. Christine Joy, vielen Dank, ihr Lieben. Danke euch, liebe Freunde. So schön, dass wir alle hier so sein können in der Liebe. Marie Anine, so schön. Danke euch beiden. Brigitte, gute Nacht zusammen. War schön mit euch. Jens schreibt, vielen Dank, ihr Lieben, und wünsche euch allen eine erholsame Nacht. Ich bin gerade müde und erfüllt. Mike schreibt, vielen Dank, wunderschöne, erholsame Nacht. Silvia, danke für diese wunderschöne Stunde mit euch. Sandra schreibt, danke. Bea. Ulrika schreibt, ich schaue es mir nochmal an. Lasst euch es fein sein. Gute Nacht. Kerstin schreibt, Dankeschön für die wunderschöne Stunde. Gloria, Mia, herzlichen Dank. Ich danke euch auch. Tschüss, ihr Lieben.